Insofern, das hat ja auch Thomas Reis bei uns im Gespräch im Vorfeld gesagt, ja, die Situation hat sich im Grunde nicht geändert. Jede Woche ist ein wichtiges Spiel, ein neues wichtiges Spiel. Philipp, das ist eine gute Situation! Und es steht 0:1, 18. Minute, Duxch. Becher kommen geflogen aus der Schalker Nordkurve. Ausgangspunkt ein Einwurf, ein verdattelter Ball von Salazar und dann ging's überfallartig. Kein Abseits von Philipp, kein Abseits beim Zuspiel auf Duxch von Weiser. Reguläres Tor. Absolut reguläres Tor, tolles Tor, speziell der Pass. War alles in den 16er. Werfen, flanken und zum Abschluss kommen! 1:1! Sepp van den Berg! So provoziert man das Schicksal erfolgreich. Minute. Schalke lebt immer noch und immer wieder. Ein weiter Einwurf von Kaminski und dann steht van den Berg richtig. Duxch kommt ein bisschen zu spät. Ja, absolut. Das haben sie jetzt auch vollkommen verdient. Sie waren häufig im Strafraum, hatten einige gute Abschlüsse in der zweiten Halbzeit und die Bremer haben nicht mehr so viel investiert wie vielleicht in der ersten Halbzeit. Schalke auch frecher. Du hast es gerade erzählt, sie gewinnen schneller die Bälle zurück. Ja, liegt vielleicht nicht nur an den Schalkern, sondern auch an der Bremer Konzentration im Spiel nach vorne. Und deswegen, ja, 9 Minuten plus Nachspielzeit. Sie brauchen. Salazar, guter Ball, kein Abseits. Drexler, 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 Drexler. Ein langer Ball hinten raus, der x-te lange Ball. Polter hält den Ball im Spiel. Und Salazar mit der Idee, bei weitem kein Abseits. Drexler behält die Ruhe und kriegt den an Pavlenka vorbei. Tor für Schalke. Salazar, ein Riesenpass. Tolle Annahme von Drexler. Und schnell abgeschlossen. Aber das sieht man auch, wenn man einen Zielspieler vorne hat, der den Ball festmacht.